Ja, kommen wir nun von der Theorie zur Praxis. Ich würde ganz gerne Ihnen einige wenige Sätze zu bestimmten Seiten sagen und vielleicht auch etwas zum Handling dieser Seite und Ihnen noch ein paar Tipps und Tricks auf den Weg geben. Zunächst einmal habe ich die Seite so aufgezogen, dass Sie ganz oben eine Navigationsleiste haben, die dazu dient, systematisch Treffer zu erzielen. Das heißt, Sie kommen mit einer bestimmten Frage, mit einem bestimmten Interesse und versuchen über diese Kategorien hier oben zum Ziel zu gelangen. Das ist eine Möglichkeit, ein Bedürfnis, was man an eine Webseite eben haben kann. Die andere Sache ist für die Leute, die regelmäßig auf der Seite sind, interessieren sich weniger für systematische Angebote, sondern mehr für die Dinge, die eben aktuell auf der Webseite neu dazugekommen sind, die auch das Schulleben widerspiegeln. Und diese neuen Artikel, die sieht man hier auf der rechten Navigationsleiste. Jeder Artikel und jede Veränderung, die auf dieser Webseite stattfindet, wird hier gewissermaßen protokolliert. Das, was hier nicht steht, beziehungsweise hier in der Mitte nicht zu sehen ist, das wurde auch nicht auf der Webseite verändert. Gut, und es gibt eine dritte Möglichkeit, eben, das ist die Google-Suchfunktion. Angenommen, Sie suchen etwas, was Sie über die systematische oder die aktuelle Navigation nicht finden, dann können Sie zum Beispiel hier nach einem Begriff, der charakteristisch eben ausfällt, suchen, zum Beispiel sagen wir mal USA Austausch, weil Sie gerne wissen würden, ob es mit den Vereinigten Staaten auch einen Austausch in der Schule gibt. Und Sie haben eventuell dazu nichts gefunden. Gut, und hier bekommen Sie einige Ergebnisse. Und wenn Sie dann hier draufklicken, dann sind Sie eigentlich in der Regel schon in der richtigen Kategorie, auf der richtigen Ebene und sehen, ah ja, gut, das ist natürlich logischerweise unter den Fremdsprachen hier und der Englisch, da finden Sie es dann auch, USA Exchange.